einmal ganz, ganz herzlich bedanken bei unseren 125 Kubikzentimeter Fahrern aus Holland, aus England und aus Frankreich, denn die haben wirklich eine weite Strecke zurückgelegt, um hier an dieser Veranstaltung teilzunehmen. 1800 Kilometer aus Südfrankreich, das ist kein Pappenstiel. Wir haben Freitagnachmittag die Gäste aus Südfrankreich begrüßt. Und nachdem man sich dann hier so ein bisschen einsortiert hatte, fing man dann auch gleich an, den Fahrer war da cool. Also das war ein toller Abend. Jetzt haben wir auch ein tolles Rennen gesehen und die Siegerehrung wird jetzt durchführen. Der zweite Vorsitzende des ADAC aus dem Fahrenlippe, Herr Dieter Gössing. Und wir rufen auf die Startnummer 5, Steven Moret, und die Startnummer 6, Steven Lamoury, in diesem Wettbewerbskontest auf dem dritten Platz mit 17 Punkten. Gratulation für die beiden Franzosen. Ja, und ich glaube, einer, der ärgert sich jetzt ganz gewaltig, denn er als amtierender Weltmeister in dieser 125 Kubikzentimeter Klasse war natürlich als Favorit hier auf den Leinwebering gekommen, hat auch zwei lupenreine Laufsiege hingelegt, aber sein zweiter Lauf, der endete bereits kurz nach dem Start. Trotzdem eine hervorragende Leistung auf dem zweiten Platz mit den Startnummern 1 und 2, insgesamt 35 Punkte aus England, der Weltmeister Zach Whiteknecht und auf dem mit der Startnummer 2 der britische Meister 2002, Kyle Bickley. Congratulations! Ja, meine Damen und Herren, man kann sagen, Kontinuität siegt. Mit einem Laufsieg von Mika Meyer schafft das niederländische Team hier und heute auf dem Leinwebering im Rahmen der Europameisterschaft den Sieg in diesem Best-Pairs-Contest mit der Startnummer 3, Jeffrey Sittesma, und 4, Mika Meyer auf den Niederlanden, Platz 1 mit insgesamt 38 Punkten. Herzlichen Glückwunsch! Und natürlich freuen wir uns auch, wenn die Viertplatzierten, also das Team aus Deutschland, mit auf Siegerpodest kommt, auf die Ehrenrunde geht, mit 14 Punkten und einer Menge Pech hier mit Maschinenproblemen. Kevin Bodin, von dem ist hier diese Feldstadt Nummer 10, und mit der 36 Kevin Lüb, hinterher auch auf dem Podest. Ich hoffe, Kevin kommt auch noch. Beim nächsten Mal sieht das Ganze schon wieder anders aus. So ist Racing. Heute die, morgen ich. Bitte? Ja, leider. Ja, ist ja nicht da. Ja, gut. Und ein Foto hat er gemacht. Ja, okay. Ja, guys, ist das nicht schön, so die beiden Dammermann-Fahrer da oben? Ja, das ist doch mal ganz ungewohnt. Ja, ja, ja. Sit down. Okay, ja, das ist hier erlaubt. Europameister von Holland, weil ich hier wieder zurück. Ich denke,